Jo Leute, willkommen wieder zurück zu Hyrule Warriors Legends und verlieren wir keine Zeit, es wird sich ein neues Kostüm geholt und zwar für Sheik. Besiege innerhalb des Zeitlimits wieder 400 Feinde, der Stufe 3 dieses Mal, also ist es ein neues Kostüm für Sheik logischerweise, wenn das auf sich begrenzt ist und es geht los. Aber das Schöne ist, dass wir hier wieder zu zweit sein können. So, dann nehme ich natürlich einmal Sheik mit der Lyra des Sturms, die 5 Sterne hat, Feuerbonus, Sternbonus, Erfahrung plus. Oder mit Starkangriff, Verbindungsbonus, nee, Sternbonus ist besser. So, und natürlich wieder Link, falls hier Riesenmonster auftauchen. Und dann können wir auch schon loslegen. Neue Mission, besiege 400 Feinde in der Zeitlimits. So, Lana plane was, muss schnell besiegt werden. Okay, Moment, Link, das übernimmst trotzdem ganz kurz mal du, weil sie steht direkt vor dir, ne? Hast du Angst vor mir? Ha! Du solltest eher Angst vor mir haben. Ich habe immer das Masterschwert. Hier, guck mal, wie schön das wehtut. Diese Mega-Energieblitze sind ja auch immer, die sind ja schon fast ein bisschen overpowered, aber ist mir scheißegal, Mann. So, tschüss. Und Lana wurde gefistet. So, der Plan wurde durchkreuzt. Wenn sie halt jetzt Kreuzbandriss oder so, was überhaupt keinen Sinn ergibt. So, ich muss mich um was anderes kümmern. Bis dann, ja. Ich muss mal hier meine Binde wechseln und so weiter. Ihh, das wollten wir jetzt aber nicht wissen hier. Mensch, Lana. Und sie hier Binde und Tampons und so wechseln, ich meine, naja, Darmhygiene ist auch wichtig. Was laber ich hier schon wieder für einen Quatsch? So, Sheik geht hier mal voll ab. Jetzt hat er doch mal das schicksichere Kostüm verdienen können. So, der Ferner Verstärken erhalten. Und es ist ein Riesenmonster natürlich aufgetaucht, eh klar. Und zwar schon wieder König Dodongo. Naja, es kam eigentlich eine relativ lange Zeit immer mal wieder der Massenkönig. Darf es auch mal wieder der König Dodongo sein, der absolute Klassiker unter den Riesenmonstern. Wie Sheik auch ausraste mit den Kunais, das ist übel. So, kurzer Marschbefehl für Link. Wo, naja, eigentlich umgekehrt. Es ist trotzdem immer noch besser, wenn Link das macht. Weil das einfach dann viel, viel schneller geht. So, aber trotzdem mal spiel viel dahin, weil dann füllen wir mal die Magie auf. So, König Dodongo, was machst du denn hier? Quutz, quutz, Alter, wie der aussieht. Das ist echt schade, dass der in seinem Ocarina of Time Design so mega, mega selten vorkommt. So, guten Appetit wünsche ich. Ja, mit vereinten Kräften werde ich es schaffen, Link. Natürlich. So, Magie aufgefüllt und absorbiert. Jetzt gibt's auf der Bob-Bass. Schlitz, batz, batz. Ja, zusammen werden wir diesen Kampf gewinnen. In der Tat, das werden wir. Ja, die Kombos sind immer am besten, hier so einen schwachen von Riesenmonster zu zerstören. Und zack, tschüss! Alter, voll zerbröselt. So, Sheik, das kannst du gerne einsammeln, was immer es ist. Eine Waffentasche. Ja, gut gemacht, Klimpe, das sieht so leicht aus, ich weiß. Musst du mir ja nicht ständig sagen. Ich weiß, dass ich cool bin. Hey, wer hat mir hier gerade Schaden gemacht? Gerade ein Herz verloren. Warst du das etwa, du blöder Nimuskade? Warst du das? Schmeckt die Macht der Musik. Schmeckt nach Vernichtung. So, und Kabusch. Ich finde es mit dem Lichtangriff ist irgendwie am besten, weil wenn man damit die meisten Feinde auf einmal trifft. Also hier so und dann boom, das wäre ja Finsternis. Umwirbeln und landen und dann X und dann zack, das ist Licht. So. Oh, jetzt ist hier gerade Toon Link aufgetaucht und zwar direkt hier vor mir. So, das ist natürlich Finsternis ganz effektiv. Ja, pass auf, Link, ein Feind. Ist das nicht unfair, ich verprügel hier kleine Kinder? Let the music play. Was, 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 was? Ich hätte ganz gerne mal den König als Gegner. Ich hatte den bisher noch nie als Feind, den König von Hyrule. König Daphnos. Weil von dem würde ich unbedingt noch Materialien brauchen. Zeta braucht, braucht das Material von dem. Und, wow, daneben. Und den hatte ich bisher einfach noch nie als Gegner. So. Und sagt Tschüss, Toon Link. Was? Immer noch nicht? Boah, dann eben so. Der hält aber ganz schön was aus, der kleine Stinke. Und tschüss. So, und ich bekomme... Oh, silberne Feenahrung statt seinem Material. Das geht natürlich auch. Das nehme ich ganz gerne mit. So. Wie Ariel immer am Kreischen ist. Sie haben uns ein Mischling. Jetzt regt ihn mal ab hier. Zurück in die Dunkelheit mit dir. Ungeheuer. Also jetzt bist du aber... Jetzt gehst du aber doch zu weit, Sheik. Jetzt trinkst du wirklich zu dick auf. Der Toon Link ist doch kein Ungeheuer. Das hätte sie bei König Dodongo sagen können. Das hätte viel besser gepasst.
Aber bei Tooling, das ist doch kein Ungeheuer. Ich meine, hast du schlecht geschlafen oder bist du irgendwie anders schlecht drauf, dass du sowas sagst? Das sieht ja überhaupt nicht ähnlich chic. Na, was soll's. So, Achtung, finstere Explosion. Ja, immer nur die alte Leier. Ja, es ist ja schon irgendwie immer dasselbe. Aber egal. Ich will es so. Und down. So, hier haben wir nochmal. Es ist nur nochmal ein Riesenmonster aufgetaucht. Was ist denn hier los? So, Chic hat den Nimbus gerade besiegt. Ja, das Böse muss ausgemerzt werden. Oh, das war's ja schon. Ich bin schon fertig. Na dann, das ging ja schnell. Mission erfolgreich. Du hast 400 Feinde besiegt und das eigentlich vergleichsweise flott. Die Göttinnen dürften sich über diesen Sieg freuen. Ja, und du darfst dich gleich freuen über dein neues Kostüm. Das war ja einfach in unter 4,5 Minuten geschafft und bisschen Kram bekommen. Nimbus Gartenschwert, Lanas Haarschmuck und neue Nahrung, köstliches Universalfutter. Und neues Kostüm für Chic freigeschaltet, Standard Win. Das werden wir uns gleich mal ansehen, wie das aussieht. Und wir haben das Nachbarfeld aufgedeckt, aber trotzdem kurzer Kostümcheck. Mal sehen, was für Farbvarianten sie sich für Chic ausgedacht haben. Das ist ja das Standardkostüm, uns bestens bekannt. Und Standard Wind sieht so aus. Aha. Okay, also roter Turban, rotes Halstuch, Stiefel in schwarz gehalten und das andere so ein bisschen dunkelblau. Das sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Okay, das nehmen wir. Weiß ich jetzt aber nicht so recht, worauf das basieren soll, auf welchem Windbreaker-Charakter. Egal. So, und jetzt wird hier natürlich erstmal gesucht. Mit einem meiner 5 Bergungsarme ist das doch kein Problem. Bitteschön. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet, nämlich der Stufe 2 Hammer für Darunia. Ist doch super. Und hier oben gibt es ja auch noch was. Seht mal, die Stufe 2 Fessel für Midna. Ganz vergessen. Super, was mache ich denn jetzt zuerst? Midna oder... oder Darunia? Leute, da bin ich ja fast schon geneigt, dass ich erstmal das mit Midna mache, hä? Da habe ich ja ganz vergessen auf ihr Feld hier oben. Das tut mir ja direkt leid. So, es gibt ja schon wieder Feengefährten. Ein Herzcontainer kannst du nur für ein Dekoblatt. Wäre eh sehr wichtig. Je mehr, desto besser. Nee, Leute, dann tut's mir jetzt sorry, aber dann... Midna muss ja auch ihre Waffe bekommen. Da hätten wir... Rette die Verbündeten aus erster Stufe 2. Es ist auch auf sie begrenzt. Und das Element Finsternis ist empfohlen. Also, Midna, du hast Glück. Du wirst, vorgezogen. Darunia muss ja noch ein bisschen warten. Der schafft das schon. Der ist doch eh geduldig. Ein geduldiger Hitzkopf. So, ich kann hier diesmal wirklich nur Midna nehmen auf Stufe 40. Ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe es wirklich. So, und ich habe immerhin eine Fluchwessel mit 5 Sternen und Finsterbonus. Die andere hat Combo 3 Plus. Ah, schade, dass die sonst keine anderen Fähigkeiten hat. Aber egal, die nehme ich einfach mal. Und natürlich meine Nera. Und dann geht's auch schon los. So, hier haben wir wieder 2 feindliche Einheiten auf dem Schlachtfeld. Bin jetzt ich mit Impa. Und Harold Hopman und Offensiv- und Defense-Spezialist. Ja, ja, den muss ich wieder retten hier so. So, ganz viele Dinodorus und Nimbusgarden. Und hier Tetra. Und ein Rekrutierer und Bossblade. So einen hast du nicht gesehen. Und oh mein Gott, so. Gut, gut, gut. Ostfestung hat eine Schatztruhe, Westerlichtung der Göttin hat eine Schatztruhe und das andere müssen wir alles erstmal erobern. Da ist ganz schön die Kacke am Dampfen. Es geht los! Ich werde die Lage auskundschaften, ich will mein Bild gefälligst umverschaffen. Hier gibt es endlich wieder Eulenstatuen, das ist schön. Das ist sehr schön. So, gleich mal aktivieren. So, besiege Tetra zusammen mit Impa. So, mit der kleinen Mitten habe ich eh noch nicht so wirklich gekämpft. Besiegt die Hauptleute, bis der Feldmarschall sich zeigt. Ein Teil der Anatom rückt gegen Impa vor. So, jetzt reicht's hier erstmal. Schön, sind halt mit der Göttin. Bam. Ich meine, die kleine Midna hat auch schon coole Kombos, aber die wahre Midna ist natürlich so viel besser.
Die hat viel, viel stärker und effektivere Kombos, wobei das hier auch ziemlich geil aussieht. Bam. So. Natürlich, wenn ich mich jetzt entscheiden hätte können zwischen dieser Midna und der wahren Midna, hätte ich natürlich die wahre Midna genommen. Aber ist ja nur auf die kleine begrenzt. So, weil die wahre Midna hatte auch eine ganz andere Waffe. Der hatte den Spiegel und nicht diese Flugfessel da. Mein wichtigstes Ziel ist es jetzt, meine Verbündeten zu retten. Jo, das ist richtig. Blöd nur, dass ich hier ja gar keinen Marschbefehl geben kann, weil ich ja nicht auf sie wechseln kann. Ich bin ja wirklich nur mit mir hier, als spielbarer Kämpferin hier. Und jetzt sind es gerade diese Fesseln hier. Bam, 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 bam. Wow, Vorsicht. Daneben. So, der andere Truppen wollen Verbündeten Einheiten abwenden. Nein, das werden sie nicht. So, rette Verbündeten. Ja, bevor es die anderen Truppen tun. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Ich hoffe wirklich, dass Stufe 40 für Midna stark genug ist, hier ein bisschen was zu reißen. So, rekrutiere gegen den Dinodoros vor. Die sind ja alle so weit dort oben, Mensch. Was ist denn hier los? Ja, lassen wir jetzt mal die Westruine Westruine sein. Aber hier drüben gibt es noch eine Eulenstarte. Wenn wir gleich mal activaten. Das kann nicht schaden. So, der Rekrutierer greift den Dinodoros an. Eulenstarte aktiviert. So. Ich muss jetzt überhaupt mal nochmal das Schlachtfeld hier. Was ist überhaupt? Wo ist denn jetzt überhaupt wer? Also mein Defensivspezialist, dass ich es rausbringe, ist da drüben rechts. Da wäre auch noch eine Ohrenstadt in. Und mein Offensivspezialist, der ist dort oben. Na ganz toll. Da ist der Defensivspezialist mal etwas näher dran. Aber ich muss mich beeilen. So, ich finde es auch so cool, wenn man mit der kleinen Midna läuft, dann reitet die auf so einem Schattenwolf. Finde ich auch voll cool. So, verbündeten Truppen haben den Dinodoros besiegt. Das hätte ich denen jetzt gar nicht zugetraut. So, Alter, hier eine Bossblinde. Was ist denn hier los? Aber auch für euch habe ich im Moment keine Zeit, leider. Aktiviert. So. Oh, schön, jetzt endlich mal wieder ein Schlachtfeld mit Eulenstart. Dann ist er leider nicht immer so gewesen. Den Defensivspezialisten geht es doch gut. Das ist doch alles in Ordnung. Da ist ja nicht mal jemand in seiner Nähe. Merkwürdig, merkwürdig. Da muss ich mich um den Offensivspezialisten kümmern. Der ist ja dort oben. Eigenartig, warum der... Was? Defensivspezialisten, wieso? Wieso abgeworben? Fick dich! Ach, weil ich zu langsam war, ne? Defensivspezialisten zu dem anderen Truppen übergelaufen. Ja, dann leckt mir doch. Morale Überläufe ist geschehen. Alter, seid doch alle scheiße. Alter, was ist denn hier drin los? Aber der Offensivspezialist ist noch da. Dem geht's immer noch gut. Ich verstehe, der war doch gar kein... Ey, ich weiß nicht, manchmal kapiere ich dieses Spiel einfach nicht. So, jetzt reicht's hier. Verpisst euch. So, das Abbildnis-Spezialisten der deine Truppe. Na und? Halt doch die Fresse, Mann. Ah, der scheiß Boss bin tot. Darf das wahr sein? Defensivspezialist wird den Boss bin schützen, drückt vor. Der kriegt gleich sowas von aufs Maul. So, wenigstens haben wir den Offensivspezialisten gerettet, der ist eh viel wichtiger. Unterstützung hebt auch seine Moral. Bam. So. Ja, wir werden die Feinde besiegen. Verlasst euch auf uns. So. Offensivspezialist kann übrigens wirklich den Feind auch direkt angreifen. Ja, rückt hier die anderen Truppen vor. Ja, mach ruhig. So, hier ist nochmal so ein Rekrutierer, Bossblind und so weiter. Jetzt geht doch mal einfach recken. Schade um den Defensivspezialist, aber war der nicht gerade noch dort unten? Ich verstehe das nicht, da war doch keiner in der Nähe von dem, da war doch alles blau auf der Karte. So, der Kundschafter sucht wieder mit, naja, natürlich. So, wenigstens ist deine Rekrutierer schon mal tot. Zwatz, zwatz, zwatz. Ah. Bam, 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 bam. So, Kundschafter nähert sich. Alter, der fette Keule oder was? Bam, bam, der wird ja hier verdroschen wird. Und jetzt gehört diese Festung mir. Na, die Ruinen spitzt eigentlich auch so gut wie gleich. So, der Kundschafter nähert sich. Ja, wo ist denn der jetzt? Achso, der kommt gerade von da unten. Der kommt gerade die Treppe rauf. So, da ist er schon. Was machst du denn da? Defensivspezialist für den Boss beschützen. Schnacks. Soll sich erstmal der Kundschafter vor sich selber beschützen, oder besser gesagt von mir. So, er hat mich zwar entdeckt, aber er kommt nicht dazu, Verstärkung zu rufen, weil er gerade gestorben ist. So. Wenigstens hat der jetzt schon mal hier nicht noch extra. Ja, hier steht jetzt noch die Meldung. Kundschafter will Verstärkung rufen. Nein, will er nicht. Das kann man nämlich nicht, wenn man schon tot ist. Dann geht das nicht.
Kannst du auch nicht irgendwie einen machen auf die Geister, die ich rief. Das funktioniert nicht. So, Ruf nach Verstärkung wurde nämlich verhindert. Ruinspitze haben wir noch erobert. So. Läuft doch eh alles ganz okay. So, einen Feengefährten habe ich gerade schon wieder gefunden. Ja, ich kann den leider eh nicht behalten. So, und jetzt ist gehört die Festung. Ja, ja, hast du gerade schon gesagt. Also, Achtung, hier voll in die Fresse gehorne, alter Schwede. Ja, da muss der Wolf, muss ich mal mitheulen. So, ich weiß, der Typ lebt zwar noch, aber ich habe jetzt keinen Bock auf den. Ich brauche hier noch diese Eulenstatue, bitte. So. Wenn ich schon mal hier oben bin, gucke ich mal, dass ich hier den Westruinenraum erobere mit einer Finsternis-Explosion. Jawohl. Hoffentlich schaffe ich hier überhaupt den A-Rang. Hoffentlich kriege ich das hin. So, hier. Fresst Powerbomben. Riesenbomben hier. Ja, ich weiß, Powerbomben sind ja hier nicht bei Metroid, aber trotzdem. So. Mitten hat der Westruinenraum erobert. Ich habe aber gerade mal nur 766 K.O.s. Das ist ein bisschen wenig. Ja, mir gefällt es in der Festung hier. Die will ich haben. Sicher? Die ist aber nicht so... nicht so spannend. So, wie viel Zeit? Ne? Noch nicht mal 6 Minuten. Na, das geht ja. Ist ja ganz okay. So, was? Der Offensivspezialist in Gefahr? Der Offensivspezialist will mich verarschen. Hilfe! Okay, da ist jemand in seiner Nähe. Zum Glück ist hier eine Eulenstatue. Genau da, wo er ist. Ich rette dich! Wo bist du denn? Da! Und gerettet. Boah, jetzt ist hier aber... oh, er macht mich so sauer. So, hier, Schattenkugel. Bam! Bisschen blöde Kamera an sich gerade, aber ich habe die meisten gerade erwischt. So. Der Defensivspezialist ist ja noch da, der mich gerade verraten hat. So, der feindliche Feldmarschall wurde vorgelockt. Einer des Defensivspezialisten wurde gerade zerschlagen. Ja, das war ja auch beabsichtigt. So, einer des Heilsoldaten wurde zerschlagen. Ja, wurde alles hier, alles wurde zerschlagen, zerschlagen, zerschlagen. Ein riesiger Scherbenhaufen ist das hier schon. Wum, 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 wum. Watz, 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 yeah! Und in your back? Voll auf den Rücken gehauen, nicht ins Gesicht, na egal. Ja komm, heul ich nicht so viel rum, so, der Einheit wurde wieder zerschlagen. Die ganzen Einheiten kann man jetzt so schön kaputt machen. So, die gesamten Truppen rücken vor. Warum ist hier nicht noch zu? Hier ist doch der eine Typ da drin. Verstehe ich jetzt gar nicht. So, neue Mission besiegt den feindlichen Feldmarschall. Geht jetzt hier endlich mal die Tür auf oder nicht? Nee, irgendwie... doch jetzt! Ey, was? Da steht verschlossen. Ey, jetzt ist offen. Lol. Okay, Achtung. Finsternis! Möge über euch alle kommen. So eine andere Truppe startet eine Großoffensive, aber Tetra wird mal richtig schön geschwächt. Ja, aber der Streit ist das denn gerade gefunden? Nö, ich zieh mich gerade wieder zurück. Ich suche eigentlich gar keinen Streit. Ich wollte dich nur mal vorschwächen, weil ich ja so fies bin. Oho, bist du sicher, dass du so mit mir sprechen solltest? Ich glaube, Tetra hat gar keine Ahnung, wer du in Wahrheit bist. Das ist ihr Fehler. So, die Ostfestung noch schön erobern. Da habe ich es dann relativ einfach. Bekommt nämlich Tetra wieder ordentlich Schaden durch diese Finsternisbarriere, die ich da drin jetzt errichtet habe. Durch diese schwarze Lochfähigkeit. Ja, in meiner Bahngestalt wäre ich sogar noch weit mächtiger. Ja, das ist wohl wahr. Aber trotzdem muss ja die Ware mit nach hier auf der Karte auch irgendwo ihren stärkeren Spiel da mal finden. Irgendwo halt. So. Wieder rum, rum, wirbeln, bum, 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 bum. So, Ostwesten oben und aha. Bisschen Money. Bisschen YouTube-Money. Ich meine, paar Rubine. So, sehr schön. Ja, passt doch. Wunderbar. Ich habe uns eine Festung besorgt. Und es sind noch nicht mal 8 Minuten rum. Ist ja voll leicht irgendwie. Ich hatte schon Bedenken, dass Midna vielleicht irgendwie zu schwach sein könnte oder so. Ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch, dass sie nicht Defensivspezialisten, wenn wir wenigstens noch unseren Offensivspezialisten. Aber ich brauche noch ein paar K.O.s. Ja, was hattest du denn erwartet? Du warst mir im Weg. Ich kann auch schauen, dass ich das Westheiligtum der Göttin erobere. Dass ich da drin noch die restlichen K.O.s mache. Apropos Schlachtfeld. Wo waren jetzt nochmal Thun? Im Westheiligtum der Göttin. Seda und Ostfessen habe ich ja schon erobert, auch wenn es mir da noch angezeigt hat. Ja, und dann mal schauen, was im Westheiligtum noch hier drin ist. Und take this, bam! Also man muss halt, die kleine Mitten muss man halt mögen. Von den Angriffsmoves hier so. Ist dann mal was anderes. Aber auch schön, was denen damals so eingefallen ist.
Ja, da musst du ja, wenn du so einen Kämpfer ausdenkst, musst du den ja irgendwelche Angriffe musst du den ja allen geben. Und das muss ja dann halbwegs Sinn machen. So. Wum, 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 wum und. Was, was und jawohl. So, da haben wir nochmal eine Truhe. Und ich habe die 1200 K.O.s überschritten. So, bitte öffnen. Ah, na bitte, ihr Herzcontainer war da drin. Sehr schön. Na dann, kann ich mich jetzt eigentlich wieder zurückbieben? Ja, ich habe es der Festung besorgt und gleich besorgst du dir noch Tetras Kopf. Oder sagen wir zumindest mal ihre Sandalen oder sowas. Ist eher Silbermaterial. So, dann müsst ihr schon ordentlich geschwächt sein, also hört euch das an, wie wenig Lebensenergie du nur mehr hast. Ist ja lächerlich, so. Und sag Tschüss. Nee, die sagen mir nie Tschüss, wenn ich sage, dass sie Tschüss sagen sollen. Die kann den Wolf auch so wegschleudern, ist schon ganz witzig. Aber jetzt, auf Nimmerwiedersehen und Knacks! That's it! Messer und erfolgreich. Na, seht ihr wieder eine Silbermaterial, ich krieg nie Gold, unfair. Dieser Sieg reicht noch nicht. Wieso? Wir sind doch fertig. Alles Paletti. Das hat ja wieder wunderbar geklappt. Ich habe nicht mal 10 Minuten gebraucht für eine Abenteuerschlacht. Da war ich, ja, vergleichsweise schnell und es ging sich alles wunderbar aus für den A-Rang. Und da sind sie, die Schattenfesseln. Die Macht dieser verfluchten Fessel stammt aus den Schatten. Mit dem starken Angriff greift dein Haar den Gegner und deine Angriffe erhalten zeitweilig das Finsternis-Element. Da greift jemand mit seinen Haaren an. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. So, und dann noch die und das hier und ja, Tetras Sandalen, Bossman konnte den Rest nehmen. Einfach so alles mitnehmen. Und Barker. Nee, das wäre jetzt wieder eine Wasserfee. Du kannst aber der Feengefährten, dann muss ich mich von Barker sofort wieder trennen. Ist doch blöd, ne? Tschüss. Und noch eine Putzfrucht als Nahrung. So, noch ein Dekoblatt bekommen. Und Leute, das geht sich natürlich in dem Part jetzt unmöglich mehr aus, aber im nächsten beginne ich dann sofort mit der Abenteuerschlacht von Darunia, wo er seine Stufe 2 Hammer bekommt und hoffentlich findet er natürlich auch seinen Herzcontainer und die goldene Skulptur, das ist auch ganz wichtig. Und gesucht habe ich ja hier schon, ne? So haben wir ja schon aufgedeckt. So, was wäre das eigentlich? Besiege die Magiespezialisten, Stufe 2. Ui, ich will das Magiespezialisten, das, da werden ja dann wieder Elementarbarrieren, eine Scharfe begrenzt auf Darunia empfohlen ist. Feuer! Okay. Und dieses Feuer werden wir im nächsten Part dann entfachen. Und apropos, bezüglich Goldes Kultur, das kann ich wenigstens schon mal mit Stolz behaupten und sagen, dass ich endlich alle goldenen Skulpturas aus dem Legendenmodus habe. Also auch die zweiten, die ja erst auftauchen, wenn man die Hauptstory komplett durch hat. Dann kann man ja noch zweite Skulpturas bekommen, die wesentlich schwieriger zu bekommen sind, weil da muss man halt mindestens auf schwer zocken. Es muss ein bestimmter Charakter sein, den man verwendet. Ein bestimmter Kämpfer muss es sein und auch meistens eine bestimmte Waffe. Und das war nicht immer leicht, aber geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und richtig schwer fand ich persönlich die zweite Skulptur bei der letzten Wind Waker-Schlacht. Da muss man nämlich innerhalb von 15 Minuten Phantom Ganons Energie auf 50% reduzieren. Das ist mega schwer gewesen. Das hatte ich auch nur extremst knapp dann doch noch geschafft. Und dann ist die Skulptur aufgetaucht. Und das war so gesehen die letzte für dieses Wind Waker-Bild vom Legendenmodus. Die anderen kriege ich ja jetzt alle hier. Das heißt, wenn ich diese Karte komplett habe, wenn ich hier alle goldenen Skulpturen auf der Wind Waker-Karte auf dem großen Wett mehr gefunden habe, dann müsste, so gesehen, dieses Bild vollständig sein und eine ganz neue Extraschlacht wird dadurch verfügbar, die es ja auf der Wii U gar nicht gegeben hat. Ich bin echt schon auf diese Extraschlacht gespannt, wie die heißt und was man da machen muss. Und ich finde, am besten wäre es, ja, entweder spielt die jetzt bei der verwunschenen Bastion aus dem Schlachtfeld oder vielleicht sogar im Terran Zephyr-Tempel. Mal schauen. Aber das hat noch lange, lange Zeit. Es fehlen ja noch einige Skulpturas. Wenn ich jetzt hier so umschalte,
Gut, dann sieht man eigentlich nur, dass ich gerade da, wo ich jetzt draufstehe, dass da welche sind. Ne? Seht ihr hier, ne? Da sind welche. Bei den anderen waren hier noch irgendwo. Hier unten. Ne, hier gibt es jetzt im Moment auch gerade leider keine. Aber macht ja nichts. Die anderen werde ich schon noch finden. Da muss ich erst die Felder der nächsten Farbe dann wieder aufdecken. Aber das wird, wie gesagt, noch ein bisschen dauern. Und südlich von hier gibt es dann sogar wieder ein Kostüm für irgendjemanden und einen Heroenbogen. Wobei ich von denen eh schon 5 Stück habe, ist ja voll übel. Aber wie gesagt, im nächsten Part holt sich erstmal Darunia seinen stärkeren Hammer. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Danke fürs Zugucken.